Also mit Fußball habe ich angefangen, das war hier in diesem kleinen Dorf. Da habe ich eben mit Freunden angefangen, mit 5 oder 6 Jahren. Und ja, dann spielte ich hier bis 15 Jahre und dann, dann war ich mit 15, war ich nach Frankreich. Und dann habe ich dort Schule gemacht und dann auch Fußball. Und konnte man schon eine Karriere vielleicht sagen, ja, vielleicht kann ich Fußball zu meinem Job machen. Ich war immer Stürmer, seit ich klein war. Und dann mit 13 Jahren kam eben ein besserer Spieler als ich. Und der Trainer hat mich einmal rechts außen gesetzt. Da sagt er, ja, du läufst viel. Und zu diesem Zeitpunkt waren in sehr vielen Profimannschaften, waren eben die Rechtsaußen, die sind sehr viel gelaufen, immer offensiv mitgelaufen und auch defensiv. Da hat der Trainer gesagt, wir probieren eben jetzt rechts, also rechts hinten. Ich habe gesagt, kein Problem. Und diese Position hat mir echt gefallen und ich habe mich sehr daran gewöhnt. Und ich laufe ja gerne und offensiv kann man auch mitspielen und auch defensiv. Und man hat da eben das ganze Spiel vor sich, was ich auch sehr mag. Also ich bin ja in der Nationalmannschaft, seit ich jetzt 12 bin. Da war ich schon in der U12 und da hat man schon gesagt, ja, einmal möchtest du für Luxemburg spielen. Das wäre natürlich eine Ehre. Ich wohne hier, ich bin hier geboren, ich bin Luxemburger und jeder Fußballer möchte für die A-Nationalmannschaft spielen. Und das war dann auch, als ich in die Nationalmannschaft eingetreten bin, da haben die uns immer erklärt, euer Ziel ist erste Mannschaft, also A-Mannschaft von Luxemburg. Und das war dann auch mein Ziel, wo ich dann mit 17 Jahren beigetreten bin. Und mein Ziel erreicht habe, aber immer noch weiter arbeiten muss, um einen festen Standplatz vielleicht zu bekommen oder muss immer wieder an sich arbeiten. Ich war ja jetzt in Frankreich 5 Jahre und ich bin jetzt seit 3 Monaten wieder in Luxemburg. Und ich glaube, ich muss mich mal daran gewöhnen, denn in Luxemburg ist ja nicht Profiniveau, so wie in Frankreich, Deutschland oder England. Hier hat man einmal am Tag Training und im Ausland hat man schon 2-mal am Tag Training, oder? Und man hat sehr verschiedene Spielertypen, wo eben, soll ich sagen, nicht jeder hat dasselbe Niveau in einer Profimannschaft. Also das Niveau finde ich schon nicht schlecht und wir können uns noch verbessern und wir haben ja auch Profi-Trainer, der einmal Profi war und auch im Profibereich war und das hilft uns sehr weiter und ich freue mich auch, solchen Trainer zu haben. Als ich in der 17 war, hatten wir jeden Spieler im Ausland. Und ich hoffe, dass in der Zukunft auch viele junge Spieler ins Ausland früh genug kommen und sich dort durchsetzen. Und dann, wenn sie U17 sind, dann können sie weiter aufschauen und noch A-Mannschaft und dann bekommen wir mehr Profis. Und wenn wir einmal 11 Profis auf dem Platz haben, oder sogar auch auf der Bank, sogar 15 Profis, dann kann man schon weitergehen. Also über vielleicht eine Europameisterschaft oder vielleicht auch Weltmeisterschaft nachzudenken. Aber dazu braucht man noch eine gewisse Zeit und wir sind noch nicht bereit, glaube ich, jetzt noch nicht bereit, um oben mitzuspielen. Der erste Schritt, dass Profispieler, die schon mal Profi waren, die nach eben vielleicht Karriereende haben oder sind, dass sie nach Luxemburg kommen und ihre Experience mitnehmen. Und das eben jungen Spielern weitergeben und dann den Professionalismus auch über Trainer, medizinischer Bereich oder egal, auch im Großen und Ganzen professionell zu arbeiten, was wir auch jetzt schon machen, was schon sehr gesteigert wurde. Also ich finde das schon echt klasse im Moment und wir können uns noch steigern und da bin ich sehr zuversichtlich. Also ich habe ja Spieler bei mir, die arbeiten, die haben Familie und dann kommen sie abends zum Training. Und man merkt schon, dass Arbeit und Fußball, wenn man Arbeit und Fußball zusammen macht, ist es sehr, sehr anstrengend. Ich habe ja auch im Ausland gesehen, nur Spieler, die nur Fußball haben. Da merkt man wirklich den Unterschied. Und das ist dann auch wieder der Unterschied zwischen Amateur und Profi. Für unsere Mannschaft, wie ich schon sagte,
Wir haben zwei Profis. Zwei Profis. Und alle anderen spielen in Luxemburg. Und es ist sehr schwer, wenn man gegen Nationen wie zum Beispiel jetzt Portugal oder Russland zu spielen, das sind ja alle Profis. Also von meinem Profil her, Dani Alves, der auch ein bisschen technischer ist als ich, aber ich glaube, der sehr viel läuft in einem Spiel, FC Bayern München. Ja, also als ich hier angefangen habe, Fußball zu spielen, da war eben jetzt mein bester Freund auch jetzt noch, der war Bayern-Fan und das hat sich dann so ergeben. Dann wurde ich auch Bayern-Fan und wir waren da 5, 6, 7 Jahre alt. Dann bis jetzt Bayern-Fan, das ist eben so. Und wir sind ja nicht zu zweit, aber noch 3, 4, 5 andere. Und darum bin ich jetzt Bayern-Fan. Also nach jedem Spiel, was mache ich da? Erstmal nachdenken über das Spiel, was nicht so gut war, erstens mal. Und dass ich dann im nächsten Spiel oder Training es immer wieder verbessern kann. Und dann auch natürlich die positiven Dinge auch beachten. Und das dann auch immer wieder besser umzusetzen. Von allem. Alles, was mir gefällt, höre ich mir an. Aber hauptsächlich Hip-Hop, R&B und House. Und sonst aber von allem. Aber ich habe keinen Stil oder. Aber was ich nicht mag, ist so Heavy Metal. Das mag ich nicht so zu sehr an den Ohren weh. Mein nächster Schritt, also ich bin ja jetzt nach Luxemburg zurückgekommen und ich sagte mir, du hast jetzt noch ein Jahr Zeit, um dich nochmal unter Beweis zu stellen und vielleicht nochmal irgendwo in den Profiverein zu unterschreiben. Daran werde ich alles setzen und daran muss ich auch an mir arbeiten. Und alle meine kleinen Fehler eben zur Seite setzen.